Brauchen wir uns noch das hier. So. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Licht. Ich glaube, von den Hyopais kriegen wir noch genug Energie, um noch mehr Licht zu haben. So, komm her. Ja. So, wieder ist ein bisschen heller hier. Schuh. Komm mal bitte her. Ich wollte euch alle platt machen. Ja. Ich, keine Angst. Kommt alle immer noch dran. Jo. Und wieder. Das ist gar kein Level-Up. Aber egal. Wo gehen wir am besten durch? Einfach mal hier durch. Das verengt sich so ein bisschen. Einfach mal gucken. Da ist was. Runter, runter, runter. Aber. Nach hinten habe ich auch was gesehen. Ah ja, jede Menge Erz. Erz, Erz, Erz. Endlich kriegen wir mal ein bisschen was zusammen und ein bisschen Geld auch mal, dass wir ein bisschen schneller uns equippen können hier. So. Also es verengt sich aber schon ordentlich hier. Da gibt es noch einen Spalt, wo man durchpasst. Na, hoffentlich reicht mein Wasser noch, aber... Hier ist ja eine Wassertankstelle. Einmal schon voll machen wieder. Und das ganze Erz hier einsacken. Ah, komm schon. Hey, brauche ich ja schon fast doch meine noch bessere Tasche hier. Alter, ich qual dabei, wie wir jetzt hier gehen, ne? Wissen wir, denke ich mal, bald bei Vectorn rauskommen, ne? Der Stadt. Ah, auf jeden Fall ist hier ein Loch. Ui. Ja. Schön. Hier ist jetzt voller Wasser. Wie kommen wir wieder nach oben? Lesen. Doch sie. Tod voraus. Ja, das ist natürlich. Macht einen richtig Mut. Ah, da ist eine. Rohrpost. Offenbar müssen wir irgendwo nach da oben. Na, das ist ein bisschen blöd. Hep, so, geschafft. Dann gehen wir erstmal rauf, die Taschen leer machen. Okay. Hallo. Hab wieder ein bisschen was für dich. 231. Tja, und wir haben wieder 600. Ja, ich möchte weiter kaufen, kaufen, kaufen. Noch eine bessere Picke. Oder hier noch ein besserer Wasserzylinder. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das machen wir. Schon lange auch keine Zahnrädchen mehr bekommen, ne? Dieser Kondensator wandelt Lichtkugeln in Wasserkugeln. Wirkt nicht auf Regenbogenkugeln. Ne, das ist ja blöd. Wasser aus wird schneller ausgesaugt. Ja, die Zeit, die nehmen wir uns. Nein, ich möchte eigentlich gar nichts. Wieder nach unten. Zack. Ja, bevor wir dann in diesen Tod vorausdingens da gehen, würde ich dann gucken, wir erstmal hier lang. Ne, da kommen wir natürlich jetzt so nicht lang. Ach, komm. Dosi. Kriegen wir doch alles hier hin. So, machen wir eben kurz hier, bevor wir es vergessen. Ups, den Schleichweg. Ha! Geheimes Gebiet entdeckt. Monster Plüschtier. Richtiges Plüschtier. Sah so ein bisschen komisch aus. Habe ich schon gedacht, wie soll ich denn da drankommen? Ne, zur Seite. Die ist auch wieder irgendwie so leicht verdächtig, aber irgendwie ist da nichts. Ja, also da ist auf jeden Fall irgendwas. Za, haben wir sogar ein Zahnrad. Tschick. Ja, man muss da halt irgendwie echt so ein Auge für entwickeln, ne? Wo ist was? Wo sind Risse im Stein? Wo könnte man
durch eine gezielte Ladung irgendwo hinkommen. Wie zum Beispiel da. Aber das ist ja sehr offensichtlich. Kommen wir denn hier raus? Also einfach nur oben drüber. Ah, da ist nichts. Das ist einfach nur Ambiente. Gut, dann gehen wir halt mal hier rein. Mysteriöse Grotte. Hey, ich wollte eigentlich... Och, Dorsi, wo machst du den? Na, das hatte ich eigentlich versucht zu vermeiden. Na gut. Wasser. Das klingt aber schon nicht so gut. Kommen wir zumindest schon mal da raus. Das klingt schon so ein bisschen technologisch hier. Ist auch wieder Wasser. Das sieht auch sehr technologisch hier aus. Computer, Finn. Das ist er, der Eingang zu Vectron. Okay, lass uns das Ding betreten. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dort nicht reingehen will. Ich will nicht. Selbst wenn ich es wollte, es wäre mir nicht möglich, nicht durch ein Portal wie dieses. Aber ich habe dir versprochen, dass ich dich dort hineinbringen werde. Wenn du nur die geringste Chance besteht, dass Rusty irgendwo dort drin ist, muss ich gehen. Dann musst du aufbrechen, nehme ich an. Tja. Ich bin ja schon neugierig darauf, zu wissen, wo das mit dem Tod voraus. Du wirst dort drin allein auf dich gestellt sein und du wirst auch keinen Zugriff mehr auf meine Karte haben. Du wirst also deinen eigenen Weg finden müssen. Bist du wirklich sicher, dass du das tun willst? Gib mir eine Sekunde. Ja, ich werde dich ganz sicher nicht davon abbringen. Klingt so ein bisschen von wegen nach, wir gehen zum Endboss. Und ich bin ja neugierig. Moment, aber da. Dann machen wir hier, uff. Ich will jetzt erst wissen, was da hinten ist, das lässt mir keine Ruhe. Wahrscheinlich gehe ich dann einfach drauf, aber ich habe eh keine Erze. Von daher passiert mir dann auch erstmal so nix. Ja. So. Hä? Nein, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Gut. Dann gucken wir einfach mal. Irgendwas wird doch hier bestimmt sein. Achtung, bitte nicht weitergehen. Ja, das sagst du genau den richtigen. Hey, dort unten lauern doch wohl keine Gefahren, meinst du nicht? Sieht eigentlich ganz sicher aus. Warum machen wir die Wand nicht einfach platt und sehen nach, was sich dort unten befindet? Hi. Ich denke, man hat diese Wand ganz aus gutem Grund gebaut. Und bist du nicht derjenige, die es total zerlegen wird, wenn wir unten aufschlagen? Mann, wo bleibt denn dein Abenteuerdrang? Ja, also das muss ich jetzt ausprobieren. Tut mir leid, aber das muss getestet werden. Hui! Autsch. Verdammt. Wie soll ich denn da raufkommen? Mann! Das ist ja schon fies, ne? Ja, aber ich war halt neugierig. Ich müsste fliegen können, um das zu schaffen. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe. Du wurdest verschrottet. Tja, aber keine Ressourcen verloren. Tja, weil ich keine dabei hatte. Clever, ne? Ja. Jo. Dann halt doch da lang nach Vectron. Wenn's denn sein muss. Weil wir müssen so oder so da lang. Wir wollen das ja
durchspielen, aber. Nee, doch. Was? Nein! Hep. Und dann nach oben, dann zur Seite, dann nach oben, dann zur Seite, dann nach oben geht nicht. Nein. Ich dachte, das geht jetzt, hatte ich gerade so einen Lauf, mich von einer Seite zur nächsten zu hangeln, greifen, was auch immer. Man wollte das nicht. So, nicht nochmal. Dann hier, dann da. So, und da rein. Ja gut, Fan. Dann müssen wir wohl dahin, ne? Also das ist ein unnötiger Weg hier irgendwie. So. Schmidt an die Dinge. Bist du wirklich sicher? Ich muss fällen. Okay. Dann mal los. Ich werde für dich zurückkommen, sobald ich draußen bin. Das ist bestimmt, der Fan ist bestimmt hier irgendwie der Geist vom Vectron oder so. Der benutzt doch hier, der schmeißt die Technologie an. Wenn du dort drin eine Bewegung erkennst, lauf so schnell du kannst. Dann laufen wir halt ganz schnell. Beam mich ab, Scotty. Ich hab Angst. Ich geh nach oben, ich geh nach oben, ich geh nach oben. Ich will nicht. Das sieht mal voll nach Matrix aus hier, ey. Die Menschen sind alle in der Matrix und haben nur noch hier solche Roboter dagelassen. War sowas von nach Matrix. So, hier bin ich sicher. Selbst dieses Gewitter und so. Ganzen roten Punkte. Ich hab gerade voll Bock, Matrix zu gucken. Habe auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt auch mal immer enger. Ganz vorsichtig. Ich bin ein vorsichtiger Bot. Bestimmt würde man jedes Mal Schaden nehmen, wenn man das nicht so macht. Ah, nein, nein, nein. Ich will nicht. Diese ganze Technologie ist mir nicht geheuer. Zack, zack. Rusty, wo bist du nur? Hast du hier an... Hast du hier angestellt? Hallo? Hallo? Sieht irgendwie kaputt aus. Mann, was eine Gegend, ey. Ne, hier ist auch nichts. Ah, ich brech wieder weg. Ah, was ist denn hier los? Ne, ist nicht wirklich vertrauenserweckend. Hauptsache, hier kann ich mich festhalten, ne? Ah! Ist ja auch geil. Erstmal gucken, ob hier nicht noch mehr Erze schlummern. Scheint nicht der Fall zu sein. Aber nach oben wegbrechen kann man auch gar nicht. Natürlich blöd. Ah! Nein! Hilfe! Da sind irgendwelche komischen leuchtenden Kugeln. Trau ich nicht. Die machen bestimmt Aua. Ah! Was seid ihr für komische Dinger? War so klar. Ah! Hilfe! Die explodieren. Hallo? Ja, dann macht ihr mal eure komische Freakshow hier. Hallo. Ist schon komisch, ne? Warum explodiert ihr denn alle? Hallo. Ah! Was? Eine Freakshow! Bum, bum, bum. Ja, immerhin tun sie mir nichts. Ah! Ja, okay, das hat schon wehgetan. Das fand ich jetzt nicht so nett. Ah, seid nicht sehr gastfreundlich hier. Immer schön wieder an der Kante runterrutschen. Ich will ja gerne noch ein bisschen leben. Wer weiß, wo ich da wieder lande. Aha, tschüss. So, kommt man hier durch? Nein.
Aber da kommt ja auch dieser riesengroße Roboterkopf da, ne? Der ist auch nix. Mann, wo bin ich hier gelandet? Sieht aber anders aus als das Vectron in meiner Heimatstadt hier. Ah, nein! Aua. So war das nicht vorgesehen. Weg, 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 weg. Und eigentlich hat man schon gut Zeit, da von denen wegzukommen. Was ist das hier für ein komischer Bau, ey? Wir bauten sowas. Der Architekt, der hat auch echt besoffen. Ne, hier geht's zur Seite. Da aber nicht weiter. Ah, hier dann. Hier lang. Zack, zack. Ja. Einfach mal irgendwo lang gehen, ne? Wird schon funktionieren. Schön in der Decke. Verstecken. Ey, Freaks. Explodierende Freaks. Was? So. Danke. Ich dachte, wer explodiert. Hab ich schon gewundert, dass da nichts kam. Aber da ist wieder nichts gekommen gerade. Tschüss. Explodiert ihr mal. Hallo, Freaks? Hey, hier. Aua! Boah, wow, voll die Kettenreaktion. Ey, die kommen ja wieder, die Viecher. Ja, ja gut, dann gucken wir mal, dass wir einfach irgendwie heil... Ah! Ah! Die müssen in so einem Computerdingens explodieren. Hm, das sieht hier vielversprechend aus. Einfach gehende Leere. Hallo? Wo ist das hin? Okay. Error, Result, Anomalie. Ja, da haben die was gefunden, herausgefunden, dass ich hier bin, wa? Zack, 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 zack. So. Ich will hier raus. Ah ja, wenn die sich so aufregen, dann gehen die zum Computer. Hallo, richte dich auf, richte dich auf. Tja. Guck mal einen an. Hier kann ich mich durchbuddeln. Und da es da Erz gibt. Aber nicht so. Machen wir das auch. Hat, ja, keine Ahnung, eine ganz komische Bezeichnung. Wird aber hoffentlich was wert sein. Hoffentlich kommen wir auch noch zu der Stadt hin. Hey, gehst du mal hier in dieses Ding? Ah! Was für ein Freak! Verdammt! Und tschüss! Okay. Haben wir das Rätsel auch gelöst. So, geht ihr mal da in eure Fernseher. So. Hat das irgendwas für mich gebracht? Nee. Nur so, so Lebensdings. Ja, da kommen wir hier wieder nicht dran, ne? Ja, tolle Sache, ey. Jetzt muss ich hier wieder irgendwo runterrutschen. Da. Ey. Oder so riesengroß hier alles. Okay. Gibt es hier wieder irgendwo. Da gibt es Erz. Ich würde die Dinger ja eigentlich gerne umgehen, wenn es geht. Das müssen wir ja nicht unbedingt provozieren. Aber das Erz nehmen wir natürlich mit. So, so. Zack. Haha. Nee. Nee. Das gefällt mir nicht. Aber das gefällt mir aber auch nicht. Los. Ey. Autsch. Ich dachte, der haut ab. Dann gehen wir mal kurz